Crap. Damit herzlich willkommen zum Review-Test von Dead Island 2. Bevor wir direkt losstarten, erstmal ein kleiner Disclaimer, dass ich das Spiel kostenlos bekommen habe und im Gegenzug Content erstelle. Ich mache das in Form einer Review, damit es euch auch etwas bringt und natürlich sind Spoiler zu erwarten. Nachdem wir uns für einen folgenden gezeigten Charakter entschieden haben, geht es auch direkt los. Unser Flugzeug stürzt ab und wir müssen erstmal uns zurechtfinden. Auf diesem Weg lernen wir das Spiel und die Funktionen bzw. die Nutzung von Waffen und die Steuerung kennen. Im weiteren Spielverlauf geht es darum, ein Heilmittel für die Zombie-Apokalypse zu finden. Klassisches Spielprinzip, nichts Aufregendes Neues, aber es funktioniert halt auch. Dabei treffen wir unterschiedliche NPCs und die Storyteller, sowie Schauplätze, die wirklich sehr schön sind. Das Setting ist in LA angelehnt, also hier heißt es LA, Beverly Hills und Kalifornien. Es sind geschlossene Areale, die später per Schnellreisefunktion erneut betreten werden können, um zum Beispiel Stuff zu farmen oder Nebenquests zu erledigen. Vielleicht für manche interessant, die deutsche Version ist nur in einen einzigen Punkt geschnitten, ihr könnt Leichen nichts mehr anhaben, also auch keine weiteren Gliedmaßen abschießen oder schlagen. Sonst gibt es keine Änderungen. Neben dem coolen Kampfsystem, was wir uns später noch besprechen werden, gibt es auch diverse Schauplätze, die einiges zu bieten haben. Von Nebenaufgaben, viel Zombie-Geschnetzel und schönen Gegenden hat Dead Island auf jeden Fall sehr viel zu bieten und es macht wirklich Spaß, der Story zu folgen. Die Story hat wirklich witzige Stellen und ist für mich im Großen und Ganzen ganz ansehnlich. Hey, do you have pizza? Pizza? Just let me in. We're having this big party, right? And some of the guys, not me, were riding on a gate and it broke. Die vielen unterschiedlichen Gegner haben auch unterschiedliche Schwachstellen. Genauso wie diverse Fähigkeiten, was ich sehr cool finde. Wenn man hier unter dem Lebensbalken mal guckt, sieht man, dass der Gegner schon ein paar Debuffs hat. Da kommen wir aber später noch zu. Dass von normalen Zombie bis zum muskelbepackten Zombie alles dabei ist, hat man schon gesehen. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Gegnern, die auch mit ihren Fähigkeiten immer wieder für einen anzupassenden Kampfstil sorgen. Die Bosskämpfe empfand ich alle als recht einfach und nicht zu stressig, fast schon zu einfach. Spaß haben sie aber trotzdem gemacht. Was mich überraschte, ist die Story. Die war für, ich sag mal, normalen Zombie-Shooter recht tief und schlüssig. So konnte man mit dem einen oder anderen Charakter richtig mitfühlen. Aber natürlich darf man jetzt hier kein Final Fantasy im Storytelling erwarten. Die Charaktere sind trotzdem allesamt recht gut geschnitten. The tighter the leash, the harder they pull. Get out! I'll see you down the line. Oh, fuck. You see this? A tiny hammer. A tiny hammer now. Behold, Excalibur! Just like in the movies. Watch. Boop. Neben aufgewerteten Stromwaffen haben wir auch Wurfgeschosse und sogar eine ultimative Fähigkeit. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, spult einfach mal in die Kapitel nach vorne, da gehe ich detailreich auf diese Dinge ein. Für mich war auf jeden Fall immer genug Abwechslung im Waffen- und beziehungsweise im Kampfsystem. Es kam mir an keiner Stelle irgendwie zu schwierig vor, manchmal sogar ein bisschen zu einfach. Aber wie schon erwähnt, die Story hat hier auf jeden Fall mit ihrem Witz und Charme einen besonderen Pluspunkt verdient. I think I remember how to fly. We're going to die. I'm Sam B. You know, who do you voodoo, bitch?
Zu Beginn des Spiels nutzen wir kleine Rohre, Äxte oder sogar Golfschläger. Im späteren Verlauf kommen wir dann zu automatischen Waffen, Rohrbomben und Molotow-Cocktails. Insgesamt gibt es 10 Gebiete, die man besuchen muss, von Hotels bis Filmstudio, einem Strand oder Vergnügungspark ist echt vieles dabei. Im Kern verläuft Dead Island 2 aber recht linear, was allerdings nicht so schlimm ist. Leider schaltet man allerdings die Schnellreisefunktion erst recht spät im Spiel frei und vorher heißt es dann mitunter langes Backtracking. Grafisch ist das Spiel auf jeden Fall eine Wucht. Ich habe es auf dem PC mit maximalen Settings gespielt und war sehr zufrieden. Ich hatte keine Frame Drop, keine sonstigen Probleme oder Bugs gefunden. Das Spiel lief echt super flüssig und auch schnell. Ich möchte einfach mal ein paar Sekunden im Hintergrund das Kampfsystem laufen lassen. Ich hoffe, es kommt so rüber, wie es sich auch wirklich angefühlt hat, denn es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, den Zombies die Gliedmaßen abzuschießen, generell die Zombies zu töten und unterschiedliche Waffen zu nutzen und deren Fähigkeiten sowie die zum Teil echt cool gemachten Bosskämpfe. Kommen wir mal zu den Fähigkeiten und das Kampfsystem von Dead Island 2. In Dead Island 2 gibt es mehrere Wege, Fähigkeiten zu erlangen und auszurüsten. Zuerst einmal drücken wir die Tab-Taste und gehen hier auf die Fähigkeiten. Wir bekommen Fähigkeitenkarten durch das Abschließen von Quests und auch durch das Erfüllen von Nebenaufgaben oder Events. Wir haben jetzt hier 4 unterschiedliche Bereiche und wir haben unten rechts noch die Autophage. Wir gehen jetzt mal alles durch, damit ihr am Ende auf jeden Fall wisst, wofür die Fähigkeiten sind und wie man sie auch benutzt. Fangen wir an mit den Fertigkeiten. Die Fertigkeiten sind aktive Funktionen. Das heißt beispielsweise hier, drücke Alt links und eine Richtung, um Angriffe auszuweichen. Oder aber drücke E, während du dich in der Luft befindest, um einen kraftvollen Sprungtritt auszuführen. In jedem dieser Bereiche, also wir haben jetzt hier 5 Fähigkeiten-Slots oder Fertigkeiten-Slots, können wir eine Karte auswählen. Wenn wir jetzt einmal in die erste reinklicken, sehen wir hier, gibt es 2 Karten und eine von diesen beiden Karten können wir auswählen. Und beides ist im Prinzip von der Logik hier das Ähnliche, also es geht um Ausweichen oder Blocken und wir können dann unseren Spielstil entsprechend hier das auswählen, was wir am liebsten machen. Also entweder blocken wir oder wir weichen aus. Genauso ist es auch mit der zweiten. Hier haben wir wieder 2 Möglichkeiten, also ein Sprungtritt oder ein Dropkick oder auch in der dritten haben wir dann mehrere Möglichkeiten, aber wir können auch, wie gesagt, trotzdem nur eine Karte auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise die Grundfund auswähle, haben wir die Grundfund nur hier in der dritten Slot-Reihe und können die nirgendwo anders reintun. Das ist, denke ich, soweit logisch, aber wir können auch die anderen Karten, also beispielsweise Sportschlag oder auch Schlachtruf, nicht in einen der anderen Slots reintun. Das heißt also, jeder Slot ist im Prinzip unique und in jedem Slot können wir uns an einer gewissen Auswahl bereichern oder halt das auswählen, was wir wollen. Die aktiven Fähigkeiten sind im Prinzip recht simpel zu erklären. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal die Ausweichen und den Dropkick. Das Ausweichen, wie der Name schon sagt, linke Alt-Taste und dann chargen wir so ein bisschen. Heißt also auch, wenn uns ein Gegner angreift, können wir hier einfach ausweichen und der Gegner torkelt dann so ein bisschen. Und wenn wir den Gegner zum Torkeln gebracht haben, dann können wir auch eine, ich sag mal, Spezialangriff machen mit der Taste F und können den Gegner, je nachdem wie viel Leben er hat, sofort töten. Also ausweichen ist schon ziemlich cool, aber wie gesagt, es kommt auf euren Spielstil drauf an. Das nächste wäre jetzt in diesem Fall der Kick, heißt also die Taste E und ich kann einfach den Gegner treten. Aber das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir können aufzeigen, dass Kinder, die solche Spiele regelmäßig spielen, in der Empathie behindert sind. Man denkt sich jetzt, okay, macht ja keinen Schaden, ja, aber sobald diese kleine blaue Anzeige auf 0 geht, und das geht zum Beispiel mit Tritt, dann stauchelt oder taumelt der Gegner. Und wie man jetzt sieht, er fällt sogar auch hin. Also wir schauen uns das hier nochmal an. Der Gegner hat volles blaues Leben. Wir treten jetzt ein paar Mal. Und wenn das Blaue vorbei ist, dann fällt der Gegner hin. Also hat schon seinen Vorteil, auch wenn es jetzt nicht direkt Schaden verursacht. Aber ein Gegner, der auf dem Boden liegt, der kann halt nicht viel machen. Als nächstes haben wir den Überlebender. Und hier haben wir jetzt eine andere Logik als oben. Das heißt also, hier haben wir jetzt 4 Slots, in denen wir Sachen reintun können. Und wir haben eine insgesamte Auswahl an Fertigkeiten, also an Karten.
Das heißt also, wir haben jetzt nicht wie hier oben entweder oder, sondern wir können uns jetzt nach Belieben 4 Karten aus dem gesamten passiven Pool auswählen. Nur mal so als Beispiel, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Karte, dass wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das ist dann für die Leute, die natürlich ein bisschen mehr Anspruch wollen in dem Spiel. Oder wir haben hier zum Beispiel die Karte Zuckerrausch und das bedeutet, dass Energy Drinks und Proteinriegel mehr Gesundheit wiederherstellen. Und wir kriegen sogar einen kleinen Beweglichkeitsboost. Genauso wie zum Beispiel hier der Blockbuster. Hier haben wir die Möglichkeit, sobald wir einen gut getimten Block ausführen, eine gewisse Explosion entsteht und die Gegner zum Torkeln bringt. Oder wir haben zum Beispiel einen Aufruf. Da haben wir die Möglichkeit, uns ein bisschen zu buffen und auch unsere Teammitglieder. Also hier haben wir die Möglichkeit, unseren Spielstil weiterhin anzupassen mit passiven Fähigkeiten. Wie gesagt, keine aktiven. Als nächstes haben wir den Schlechter und auch den Numen. Schlechter und Numen sind im Prinzip Buffs für unsere ultimative Fähigkeit. Man kann sagen, es ist so eine Mischung aus allen anderen Fähigkeiten, aber es bezieht sich mehr auf die ultimative Fähigkeit. Zu der kommen wir auch gleich. Aber kurz hier, wir haben hier wieder eine Auswahl an gewissen Karten, also genauso wie auch beim Überleben da, und können uns hier unseren Spielstil anpassen. Beim Numen haben wir dann dieselbe Logik wie bei den Fertigkeiten. Wir klicken auf eine der beiden drauf und können eine gewisse Anzahl von Karten auswählen, also nach dem Entweder-Oder-Prinzip. Wir können ja mal ganz kurz reingucken, beispielsweise der Kein Erbarmen. Hier kriegen wir zum Beispiel einen Schadensboost, wenn die Gegner unter einem Statuseffekt leiden, also beispielsweise Blitz, Wasser, Feuer. Wir haben hier zum Beispiel eine klare Sicht. Wenn die Gegner auf dem Boden sind, wie wir es auch gerade gesehen haben, kriegen wir einen Schadensboost. Also auch hier, wir haben eine unglaublich große Menge an Customizing unserer Spielerfahrung. Ist ziemlich cool. So, kommen wir mal zu der Autofrage, denn die spielt eine wichtige Rolle, vor allem auch bezüglich unserer ultimativen Fähigkeit. Die Autofrage kriegen wir aber erst später im Spielverlauf, aber wir gucken uns die jetzt natürlich an. Je nachdem, wie viele Autofrage-Skills wir ausgerüstet haben, kriegen wir noch diese Buffs oder auch die Buffs dazu. Heißt also, wir beginnen mit dem Rang 3, gibt uns erstmal das Töten von Zombies, gibt uns einen Boost für Gliedmaßenschaden und kritischen Schaden. Wir haben ein bisschen länger den Raserei-Modus, das ist die ultimative Fähigkeit, und wenn wir im Raserei-Modus Gegner töten, kriegen wir ein bisschen Raserei dazu. Die ultimative Fähigkeit läuft nämlich ab. Das ist im Prinzip wie so ein Cooldown. Wir haben den, glaube ich, 10 Sekunden und danach sind wir wieder ganz normal. Wir haben aber eine reduzierte Beweglichkeit auf dem Rang 3. Rang 2 haben wir dann ein paar weiteren Boni. Natürlich die, die wir auf dem Rang 3 haben, plus die, die wir jetzt am Rang 2 haben. Und zusätzlich haben wir dann auch noch eine reduzierte Ausdauerregeneration. Naja, und der Rang 1 ist dann halt der heftigste Rang. Und hier haben wir dann natürlich ein paar weitere Debuffs, aber auch ein paar coole Buffs. Ne, da muss man sich selbst entscheiden, wenn man diesen Rang haben möchte, man muss ihn nicht nutzen. Man bekommt den, wie gesagt, dadurch, indem man diese Autophage-Fähigkeiten hier einsetzt. Man sieht das da gerade rechts oben, das Kloppen zum Beispiel ist eine Autophage-Fähigkeit. Naja, und da ich drei im Einsatz habe, also einmal hier den Kloppen, einmal den Kanone aus Glas und hier oben den chirurgische Präzision, habe ich dann auch den Rang 1, also drei Stück, und habe sozusagen den höchsten Rang. Hätte mir aber auch hier was anderes auswählen können, beispielsweise einfach den Blutrausch. Und wir sehen rechts unten, Autophage ist jetzt auf den Rang 2 zurückgesprungen. Also das zu der Logik. Was sind jetzt für mich die Vor- und Nachteile aus diesem Skillsystem? Zum einen ist mir aufgefallen nach 24 Stunden Spielzeit, dass ich die Fertigkeiten, naja, im Prinzip kaum benötigt habe. Das V ist relativ cool, also hier haben wir dann so einen Charge-Schlag nach vorne, aber abgesehen davon, naja, das Ausweichen, natürlich nutzt man das, aber wir haben hier so viele Fertigkeitenkarten und mir ist im Verlauf des Spiels aufgefallen, dass ich eigentlich kaum welche aktiv benutze. Natürlich habe ich auch viele passive Fähigkeiten, die mir wahrscheinlich geholfen haben, ohne es zu wissen. Aber ich hätte mir hier so ein bisschen mehr klarere Struktur gewünscht. Heißt also, wir haben einen Wust an Fähigkeiten. Wir haben Fertigkeiten, Überlebender, Schlechter, Numen. Innerhalb dieser ganzen Fertigkeiten haben wir ganz, ganz viele Karten. Das ist auf den ersten Blick richtig cool und sehr individuell. Ich persönlich, ist sehr subjektiv diese Meinung natürlich, hatte aber das Gefühl, dass mir das jetzt nicht so wirklich viel gebracht hat. Aber vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht richtig eingesetzt. Der Vorteil hier ist natürlich ganz klar, wir haben eine große Menge an Möglichkeiten, unseren Spielstil zu individualisieren. Ist natürlich dann die Frage, wie individuell kann es dann wirklich sein? Aber die Auswahl ist erstmal, naja, besser haben als brauchen. Ich würde dem Ganzen trotzdem einen Daumen hoch geben. Also, Fähigkeiten gefällt mir. Hätte noch ein bisschen besser sein können, aber gefällt mir. Not bad, not bad. Jetzt schauen wir uns natürlich auch einmal die ultimative Fähigkeit an und dann kommen wir auch direkt schon zum Kampfsystem. Aktivieren tun wir die mit der G-Taste. Wir sehen das auch links oben. Raserei-Modus ist aktiv. Und schon sind wir ein Zombie. Wir sehen auch links oben, wir verlieren Energie. Aber wir kriegen auch immer wieder Energie dazu. Und wir können unsere Gegner einfach mit Nahkampfangriffen töten. Natürlich sind wir viel, viel stärker, als wir sonst wären. Und sobald links oben
der Bereich abgelaufen ist, sind wir wieder normal. Wenn wir vorher aber abbrechen wollen, können wir auch die G-Taste drücken. Und wir sind wieder im normalen Modus. Kommen wir mal zum Kampfsystem inklusive der Waffen, das vermutlich den Großteil des Spiels ausmacht. Es gibt erstmal per se drei Arten von Waffen. Wir haben einmal die sogenannten Nahkampfwaffen, die wir jetzt hier gerade auch sehen. Dann haben wir auch Fernkampfwaffen, was mich ein bisschen überrascht hat. Und wir haben Wurfgeschosse. Fangen wir mal mit den Wurfgeschossen an. Wir haben zwei Stück, die wir aktiv auswählen können aus einer Palette von mehreren. Ich habe noch nicht mal alle gefunden. Und hier können wir dann immer eine auswählen und die teilt sich nicht den Cooldown mit der anderen. Das heißt, in diesem Fall können wir jetzt beispielsweise eine Chemiebombe werfen und eine Nagelbombe direkt hinterher. Nehmen wir mal den Klassiker, Molotow-Cocktail und eine Rohrbombe. Mir persönlich haben diese Wurfwaffen extrem geholfen, denn je nachdem, wie das Umfeld gerade aufgebaut ist, zum Beispiel mit Wasserpfützen oder mit Strom oder generell mit der Menge von Gegnern, können die auf jeden Fall das Kampfgeschehen wirklich extrem beeinflussen. Wir schauen uns das einmal an. Wir sehen gerade links unten, wir haben die zwei ausgewählt. Mit der T-Taste können wir da hin und her switchen, also welche wir gerade nutzen wollen. Und mit der Q-Taste können wir dann auch werfen. Und in dem Fall haben wir Molotow geschmissen und sehen auch hier, dass die Umgebung natürlich damit reagiert. Heißt also in dem Fall, diese Benzinlache hier ist sofort in Flammen ausgelöst und das Auto und ich glaube auch hier ist etwas explodiert. Wenn wir jetzt die T-Taste drücken, können wir einmal wechseln zur ganz normalen Rohrbombe und naja, die hat halt eine gewisse Explosion. Also vor allem die Interaktion mit der Umgebung finde ich sehr, sehr cool und hat sich auf jeden Fall schon oft bezahlt gemacht. Nahkampfwaffen gibt es im Prinzip unzählige. Hier haben sich die Entwickler wirklich Mühe gegeben. Wir haben einen Bo-Stab, wir haben ein Samurai-Schwert, wir haben hier sogar irgendeine Heugabel, die schon ein bisschen modifiziert worden ist an der Werkbank. Natürlich haben wir auch einen Baseballschläger, man kennt es, oder einen Hammer oder einen Schlagstock. Es gibt auch viel, viel mehr und die Waffen haben es zum Teil wirklich in sich, beziehungsweise kann man extrem hoch pushen. Natürlich gibt es auch sowas wie Klauenwaffen oder Messer oder kleinere Waffen. Ich habe jetzt hier einfach nur die Auswahl von meinem Endgame. Rechts unten sehen wir Attribute. Jede Waffe hat gewisse Attribute. Die Wurfgeschosse haben Schaden, Kraft, Radius, Reichweite, Aufladezeit, ist denke ich mal alles selbsterklärend, außer vielleicht die Kraft. Zu der kommen wir aber, wenn wir uns die Waffen anschauen. Die Waffen haben Schaden, Geschwindigkeit, maximale Haltbarkeit und Kraft. Schaden ist, denke ich, nachvollziehbar. Das ist halt die Schadensmenge, die wir verursachen. Die Kraft bedeutet, wie schnell können wir einen Gegner zum Taumeln bringen. Denn die Gegner können auch taumeln, wenn wir sie oft genug angreifen und sie vielleicht noch nicht direkt sterben. Taumeln heißt dann im Prinzip, dass sie selbst nicht mehr angreifen können und so ein bisschen ein paar Sekunden brauchen, um wieder klarzukommen. Geschwindigkeit ist, denke ich, klar. Es gibt Waffen wie zum Beispiel der Hammer, hat eine ultra geringe Geschwindigkeit. Du könntest das auch mal anschauen. Ich greife gerade an. Es ist wirklich, es dauert, ne? Ist ewig. Macht dafür aber natürlich um einiges mehr Schaden, kann man sich denken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann beispielsweise das Katana. Und hier haben wir wirklich eine sehr, sehr schnelle Geschwindigkeit, wie wir hier auch gerade sehen können. Also, das kommt wieder auf euren Spielstil drauf an. Ja, die maximale Haltbarkeit. Nahkampfwaffen müssen repariert werden. Man sieht es an diesen, ja, fast Vollkreis, Halbkreis, Dreiviertelkreis. Wenn der leer ist, ist die Waffe kaputt und dann muss man sie reparieren und sie funktioniert nicht mehr. Die Haltbarkeit hat aber keinen Einfluss auf die Stärke der Waffe. Also die Grundattribute bleiben immer dieselben. Die werden nur durch Upgrades oder Module beeinflusst, die wir uns aber nachher noch anschauen werden. So, Fernkampfwaffen gibt es auch. Fand ich super cool. Habe ich nicht mit gerechnet. Wir haben beispielsweise ein Sportgewehr, wir haben eine Schrotflinte, wir haben sogar so eine Nagelpistole, die relativ stark ist. Klar haben wir auch den Klassiker wie zum Beispiel ein Revolver, eine Maschinenpistole oder halt auch eine Armbrust. Es gibt hier eine sehr breite Palette von Waffen und die haben rechts unten auch gewisse Attribute, wie die meisten kommen uns bekannt vor. Feuerrate, Genauigkeit ist, denke ich, relativ nachvollziehbar, was das sein soll. Geschwindigkeit der Angriffe, beziehungsweise wie gut wir treffen, wenn wir denn Ziele mit der Waffe. Magazingröße ist, denke ich, klar. Die Waffe benötigt Munition. Die Munition können wir uns an Werkbänken herstellen oder auch in der Welt finden. Und wenn die Munition leer ist, naja, müssen wir halt nachladen. Maximale Haltbarkeit fehlt hier. Das heißt, die Waffen sind alle unverwundbar. Wir sehen auch hier keinen Halb- oder Dreiviertelkreis an den Waffen. Die haben eine Unverwundbarkeit, was ich sehr, sehr cool und Quality of Life hoch 10 finde. Dafür natürlich, naja, benötigen wir halt Munition. Wenn die Munition leer ist, funktioniert die Waffe nicht mehr. Ist, glaube ich, dieser Vor- und Nachteil. Oder dieser Balanceakt. Alle Waffen haben eine Gemeinsamkeit. Oder sagen wir mal zwei. Natürlich ist die Hauptgemeinsamkeit, wir töten Zombies. Ja, das ist das Spielprinzip. Zombies schnetzeln. Aber die zweite Gemeinsamkeit ist der sogenannte Gliedmaßenschaden. Wir schauen uns das einmal an. Ich schieße mir jetzt mal aufs Bein. Wir sehen, wir haben das Bein verstümmelt. Wir haben sogar so genau geschossen, dass wirklich nur der Fuß abgetrennt ist. Wir könnten jetzt beispielsweise auch noch den Arm abtrennen. Gut, jetzt ist er leider, oder zum Glück, direkt gestorben. Aber hiermit wollte ich jetzt einmal klar machen, es gibt ziemlich coolen Gliedmassenschaden. Wir versuchen jetzt mal das Bein abzuschießen und nicht nur den Fuß abzuschießen. Nur wer andere abknallt, überlebt. Und jetzt sehen wir hier dran auch, jetzt haben wir sogar den Fuß mit dem Unterschenkel. Das heißt, gerade hatten wir nur den Fuß, jetzt hatten wir Fuß mit Unterschenkel. Und je nachdem, wo wir angreifen, können wir den Gegnern wirklich ziemlich, ja, massakrieren. Wir können auch beide Beine abschießen, dann, klar, kann er nicht mehr rennen.
Wir können aber auch beide Arme abschießen und dann kriegen wir eigentlich nur eine Kopfnuss vom Gegner. Also dieser Gliedmaßenschaden ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also der hat mir sehr gut gefallen. Man kann natürlich auch einfach so auf den Gegner draufballern, ohne wirklich zu zielen. Da kommt man auch ans Ziel mit. Aber ich finde diesen Gliedmaßenschaden wirklich schon sinnvoll. Und er macht sich auch bemerkbar. Es ist also nicht einfach nur irgendein Gimmick, der toll ist, ja, aber eigentlich nicht genutzt werden kann. Gerade spätestens mit den Beinschuss haben wir gesehen, das ändert schon das gesamte Kampfsystem. So, wir können natürlich auch Waffen modifizieren. Das macht auch sehr viel aus. Damit solltet ihr euch auf jeden Fall auseinandersetzen. Wir haben in den unterschiedlichen Gebieten Werkbänke. Es ist meistens immer da, wo es sicher ist. Da haben wir eine Werkbank, da haben wir unseren Lagerspind und da haben wir auch in der Regel einen Händler bzw. unsere Schnellreisemap. Gehen wir mal zur Werkbank. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder was abzugraden oder auch herzustellen. Herzustellen, klar, wir können uns zum Beispiel, wenn wir die Rezepte gefunden haben, Medikits herstellen. Wir können uns Waffen, wir können uns Munition herstellen und es gibt insgesamt 8 Baupläne, die man finden kann. Das Interessante ist natürlich, dass mit den Waffen. Hier haben wir 2 Möglichkeiten. Oder sagen wir mal 3. Das eine ist natürlich reparieren. Das andere ist, wir können eine Stufenanpassung mit F1 vornehmen. Das ist rechts unten gerade zu sehen. Beziehungsweise auch rechts mittig. Für Stufe 23 auf 24 geht die Stärke von 400 auf 415. Das kostet 13.000 Dollar. Heißt also, wenn ich jetzt in diesem Fall die F1-Taste gedrückt halte, wird der Buchstab auf die Stufe 24 abgegradet. Und es ist erstmal auf den aktuellen Stand meines Levels und macht 415 Schaden. Das ist erstmal so das Simpelste. Ist relativ teuer mit der Zeit, aber klar, wir müssen natürlich mehr Schaden verursachen. Als nächstes haben wir die Upgrades mit der F2-Taste. Wir sehen das aber schon unten mittig, dass wir hier mehrere Pluszeichen haben. Und wenn wir die F2-Taste drücken, kommen wir hier in die Upgrades rein. Wir können einmal Mods hinzufügen, Vorteile und wir haben feste Vorteile. Jede Waffe hat einen unveränderbaren festen Vorteil. Das sieht man auch an dem Schloss da ganz unten. In diesem Fall einfach eine erhöhte Haltbarkeit. Das ist einfach der Random-Effekt, den wir auf diesem Buchstab haben. Dann können wir auf jede Waffe, übrigens geht genau dasselbe auch mit den Fernkampfwaffen, wie wir hier sehen, dann geht auf jede Waffe ein Mod drauf. Hier können wir uns überlegen, möchte ich gerne ein bisschen blutend Schaden verteilen oder möchte ich ein bisschen erhöhten physischen Schaden machen oder möchte ich ein bisschen Giftschaden oder Chemieschaden machen. Da gibt es noch einige andere Sachen, aber hier können wir uns aussehen, was wir wollen. Rechts unten sehen wir, was wir dafür benötigen. Rechts mittig sehen wir, wie stark das Ding dafür wird. Und wenn wir die Maustaste gedrückt halten, bauen wir das auf. Das Coole ist, optisch sieht die Waffe dann auch ein bisschen anders aus, wenn es euch aufgefallen ist. Dann gibt es 1 bis 3 Vorteile pro Waffe. Hier haben wir die Möglichkeit, mehrere Sachen hinzuzufügen. Und das wieder so, wie unser Spielstil ist. Wir sehen hier zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit, erhöht den Schaden, verringert aber die Haltbarkeit. Oder erhöht die Haltbarkeit und die Kraft, verringert aber die Angriffsgeschwindigkeit. Hier haben wir die Möglichkeit, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, verringert die Kraft. Also hier sieht man schon ganz klar, hier kommt wieder der persönliche Spielstil zu tragen. Wir haben immer einen Vorteil, den wir draufpacken, aber leider auch einen Nachteil. Und da müssen wir halt gucken, Kosten-Nutzen-Faktor für unseren Spielstil, was uns am meisten gefällt. Es gibt dann auch noch ungewöhnliche und exquisite Baupläne. Man sieht das rechts oben so ein bisschen. Anzapfen ist ein Zombie-Teil, exquisit. Und hier ist ein Bauplan einfach ungewöhnlich oder aber auch ein Zombie-Teil ungewöhnlich. Und diese Vorteile oder Upgrades sind ein bisschen seltener, weil wir, wie wir rechts unten dafür sehen, wir benötigen einige spezielle Loot-Items von Gegnern. Gibt uns dafür aber auch krasse Vorteile. Hier zum Beispiel, wenn du einen Zombie triffst, wird diesem zusätzlicher Blutungsschaden zugefügt. Und Zombies in der Nähe fangen ebenfalls an zu bluten. 2 Sachen fallen hier auf. Zum einen natürlich ein extrem hoher Effekt. Also Dodge-Schaden ist natürlich immer super, vor allem bei Gegnern mit mehr Leben. Aber wir haben keinen Nachteil. Das heißt also, diese roten, die rechts oben exquisiten Sachen, die haben nur Vorteile und können euch extrem das Spielgeschehen auf eure Seite bringen. Die ungewöhnlichen Sachen haben ebenfalls in der Regel nur Vorteile. Jedenfalls habe ich jetzt noch keinen gesehen, der auch einen Nachteil hat. Und so können wir natürlich dann von den, ich sag mal, gewöhnlichen Bauplänen über die ungewöhnlichen auf die Exquisiten gehen, wenn wir natürlich dann auch die Items dafür haben, die wie gesagt relativ selten sind und können unsere Waffe so craften, wie wir das wollen. Naja, und jetzt haben wir eine Stärke 483 Waffe hier rausgemacht. Extrem cool. Wie gesagt, genau dasselbe geht natürlich auch mit den Waffen, also mit den Fernkampfwaffen. Hier haben wir natürlich dann andere Fähigkeiten, die wir oder Upgrade-Mods, die wir draufpacken können. Da müsst ihr einfach mal durchgucken, was zu eurem Spielstil halt passt. Naja, mein Fazit. Besseres Fähigkeitensystem und frühere Schnellreisefunktionen wären auf jeden Fall Punkte gewesen, die ich mir gewünscht hätte. Das vielfältige Waffenangebot, die Story mit ihrem Witz und Charme sowie die Grafik und das Kampfsystem haben mich allerdings überzeugt. Mir hat Dead Island sehr gut gefallen und man hat echt sehr viele Stunden Spielspaß hierbei. Also für mich eine ganz klare Kaufempfehlung, vor allem auch mit den DLCs.